Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich muss es jetzt mal kurz halten, weil ich muss auf jeden Fall jetzt los. Wir haben 12.42 Uhr. Ich habe heute den Dreh mit Galeria. Ich freue mich sehr. Wir gehen aber vorher noch was essen. Also meine Mama und ich, die hole ich jetzt ab. Und dann wollte ich eigentlich auch in der Stadt noch nach einem Vatertagsgeschenk gucken, denn das ist ja der erste Vatertag für Philipp, wo er wirklich Papa ist. Und ja, nur so eine Kleinigkeit, aber ich dachte mir, das ist irgendwie ganz süß, wenn ich ihm damit morgen eine Freude machen kann. Ich weiß ja noch gar nicht was, irgendwas, was er brauchen kann. Und vielleicht so einen kleinen Brief. Jedenfalls fahre ich jetzt los. Ich weiß auch noch nicht, wo wir essen gehen. Ich hätte irgendwie Lust auf asiatisch, also Moschmosch, das ist ganz gut in Frankfurt, weil ich da auch immer gefragt werde. Oder Losteria geht eigentlich immer. Oder Bon Ami, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es, glaube ich, in mehreren Städten, aber auch in Frankfurt. Und das ist sehr, sehr lecker. Ja, genau, mal schauen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt los. Ich nehme euch gerne wieder den ganzen Tag über mit. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Bei Galeria. Es war richtig cool, eigentlich so wie immer. Da sind momentan so Beauty Days. Die gehen bis zum 12.05. Das ist richtig cool in Frankfurt. Ihr könnt da so Armbänder machen und eine Kerze selber machen. Haben wir die mitgenommen, Jane? Meine Kerze? Oh, ich muss die euch gleich mal zeigen. Die ist so schön einfach geworden. Und wir haben auch so, ich habe so Goodie Bags bekommen. Jetzt mit Akku, der na toll. Da sind so richtig coole Produkte drin. Also wirklich sehr, sehr cool und super lieb. Und es ist richtig warm geworden. Also es ist in der Sonne sogar zu heiß eigentlich für diese Jacke. Richtig krass. Ja, und jetzt sitzen wir noch ein bisschen hier, weil wir haben sowieso Stau, wenn wir jetzt zurückfahren. Autobahn ist immer zu um die Uhrzeit. Deswegen können wir jetzt auch die halbe Stunde noch hier verbringen. Es ist so angenehm. Ich habe es gerade schon mal gesagt, aber es ist wirklich so angenehm. Es fühlt sich eigentlich richtig nach Sommer an. Ich freue mich auch so dolle drauf. Ich war vorhin auch noch im Zara, wollte noch mal nach Babyklamotten gucken, aber Kante gibt mir ihre alten Babyklamotten in Größe 80, 86 und deswegen brauche ich jetzt die nächste Zeit erstmal nicht mehr so viel zu kaufen, was echt gut ist. Vor allem, wenn man so den gleichen Style hat, ist das richtig perfekt. Genau, und Zara hat übrigens momentan wieder richtig schöne Sachen, auch für uns, also für jetzt Erwachsene. Wollte ich euch nur kurz sagen, die haben so schöne Kleider. Muss ich auf jeden Fall nochmal online gucken, weil vieles war in meiner Größe auch schon nicht mehr da. Ja, genau. Dann wollte ich jetzt eigentlich gleich noch ein paar Bilder machen, aber ich glaube, das kann ich vergessen, weil mein Akku ist leer. Ich bin richtig Vlogger des Jahres, muss ich sagen. Entweder ich vergesse zu vloggen oder mein Akku ist leer. 90% der Welle. Ja, genau. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen Kaffee holen oder einfach hier sitzen bleiben. Es tut auch gerade gut, einfach nur in der Sonne zu sitzen. Wieder zu Hause. Es war mal schön eingepackt, aber die Kleine hat sich die Tüten schon geschnappt und vor mir ausgepackt. Ist ja auch nicht schlimm.
Ich dachte mir, ich zeige euch, beziehungsweise ich packe mit euch zusammen mal aus. Das habe ich gerade schon aufgemacht, reingelumpft. Und zwar ist da so ein, fällt immer noch das Wort nicht ein. Diese Dinger, die man mit auf Reise nimmt, wie heißt Klatsch. Das? Ach, das ist keine Klatsch. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist auf jeden Fall super praktisch für Make-up zu mitnehmen. Ich habe sowieso zu wenig davon. Und dann war in dieser Tüte noch ein Coco Mademoiselle Chanel Parfüm drin. Ich liebe den Duft sehr. Ach, das ist so süß. Sehr dolle. Ich hatte den früher schon mal. Das war mein Favorite Duft. Als ich 17 war, hatte ich diese Flasche. Wirklich, es ist so gut. Und in der Lancôme Goodiebag ist hier eine Yves Saint Laurent Kulturbeutel. Jetzt habe ich vor, Kulturbeutel. Wo ist dieses Kartoffelgewürz? Gibt's nicht mehr. Ich mache mehr italienische Kräuter dran. Wo sind die? Ach, da oben drin. Sieht so aus und passt auf jeden Fall auch ein bisschen was rein. Jetzt habe ich tatsächlich zwei davon. Sehr, sehr schön. Ich finde auch die Farbe richtig toll. Und da steht YSL Beauty drauf. Das ist hier eine La Vie Belle von Lancôme Body Lotion drin. Die hatte ich auch schon tatsächlich. Ich kenne die Produkte. Oh, das riecht voll gut. Das riecht so gut. Ja, wundert euch nicht. Das hatte die Maus auch gerade schon in der Hand. Das ist ein Rouge. Ach, krass, okay. Ein Lippenstift. Der sieht so aus. Focus, where are you? Der hier war drin. Super schön. Muss aber sagen, dass ich tatsächlich kein Rot trage. Deswegen mal gucken, ob ich den irgendwie nach vorne oder so weitergebe. Und eine Anti-Aging-Creme. Ich muss sagen, ich mag Lancôme sowieso. Meine Mama hatte die Produkte früher immer. Und als ich bei ihr eingezogen bin, wieder 2020, habe ich die immer mit benutzt. Die waren echt nicht schlecht. Und dann kommen wir zu meiner Kerze, die ich vorhin selbst gemacht habe. Ach, wie schön. Ein Ombre-Effekt habe ich. Wie findet ihr die? Die ist doch pretty, oder? Das könnt ihr, wie gesagt, momentan dort noch machen, also in Frankfurt. Ich weiß nur nicht, wo ich die jetzt hinstelle, weil ich habe keine Kerzenständer. Ja, und das sind die Sachen bitte, da drin was gewesen. Was hast du keine? Ich habe keinen Kerzenständer. Doch, im Schlafzimmer. Bitte, was hast du im Schlafzimmer? Saskia ist eine Frau, die ungefähr 38 Kerzenständer in ihrem Schrank stehen hat. In meinem Schrank? Ja, hier sind überall Kerzenständer. Vasen, ja, aber keine Kerzenständer. Zum Beispiel der hier. Philipp, na. Ja. Sehen Sie hier, sehen Sie einen Kerzenständer. Sehen Sie hier, sehen passt Sie einen nicht. Kerzenständer. Natürlich passt es. Ja, okay, schön, oder? Du findest die auch toll, gell? Hier, du kannst die Tüten wieder haben. Jedenfalls, die habe ich vorhin gemacht. Das Coole ist, das ist einfach eine Duftkerze. Also hier oben riecht die nach Rose und hier unten nach Kokos. Nein, ich habe das so extra ausgewählt. Das ist ein Duft. Das war das. Wir machen auf jeden Fall jetzt Abendessen. Und morgen ist Papa-Tag. Vatertag. Oh mein Gott, mal gucken, was ich mir da mache. Doesn't matter where we go in destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Oh, I want it. Let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now. I'm in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Oh, I want it. Let's go. And I won't look back. Yeah, I don't care about the bad shit. Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Oh, I, yeah. Baby, I don't have to know your real name. I'm just addicted to. Wir waren auf jeden Fall heute Morgen in der Stadt und haben Blumensträuße geholt. Da gibt's so einen schönen Blumenstand und die sind einfach so schön und der gibt sich so viel Mühe mit den Blumen und die sind für das ist überhaupt nicht teuer, also sind wirklich eigentlich schon sehr günstig dafür und die halten so lange. Also wirklich echt gut. Seitdem ich da einmal war, hole ich immer dort Blumen. Also wenn ich so Sträuße haben möchte. Ich kann die euch gleich mal zeigen. Wir haben für meine Mama und für Philipps Mama denselben geholt und ich habe auch noch ein kleines Goodie reingepackt, weil wir morgen zusammen brunchen werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also meine Mama plus Freund und Philipps Mama plus Freund und ich glaube,
Philipps Bruder, also der Nils, kommen auch mit. Ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall sind alle eingeladen. Und zwar erst um 11 und ich freue mich sehr. Ich liebe sowas. Ja, ich stecke da immer so viel Herzblut rein, weil ich, keine Ahnung, finde es aber einfach immer schön, wenn die Familie zusammenkommt. Und das machen wir gar nicht so oft, deswegen umso schöner, dass das morgen klappt. Und ja, auch jetzt mit der Kleinen, also seitdem wir Eltern sind, finde ich das noch schöner, wenn man so Familientreffen hat. Genau. Jetzt eine andere Sache, ich habe so schlechte Haut bekommen. Ich glaube, man sieht es auf der Kamera gar nicht so. Aber es ist echt schlecht. Also für meine Verhältnisse ist es wirklich schlecht. Ich hatte eigentlich immer recht reine Haut. Da habe ich die Pille angefangen. Und seit der Schwangerschaft nehme ich die Pille ja obviously nicht mehr. Und jetzt auch nicht. Also ich nehme momentan keine Hormone. Und ich bin unsicher, ob das einfach normal ist, dass man im Zyklus immer so Schwankungen hat, dass man einfach so unreine Haut bekommt oder ob es nicht normal ist. Vor allem ist es so krass, ich habe wirklich so lange die Pille genommen, dass ich einfach meinen Körper gar nicht mehr richtig so wahrgenommen habe. Also so Anzeichen vor der Periode, während der Periode. Ich weiß, das ist jetzt voll der Deep Talk dazu. Ich will auch gar nicht euch beeinflussen mit Pille oder nicht. Ich sage auch nichts dazu. Nur, dass ich es krass finde, wie ich meinen Körper gerade kennenlerne ohne Pille. Ich kann zwar gerade gar nichts sagen, was gerade Stand der Dinge ist, wo ich gerade auch überhaupt bin im Monat. Seit der Geburt bekomme ich meine Tage so unregelmäßig und ich habe auch ständig irgendwie so Unterleibsschmerzen und dann aber nichts und es ist irgendwie total verwirrend. Also vielleicht habt ihr ja Erfahrung, wie das nach so einer Geburt ist, wie lange es bei euch gedauert hat, bis das sich so alles auch wieder eingependelt hat. Das würde mich echt sehr interessieren. Falls euch das zu intim ist, dann könnt ihr es mir auch gerne auf Instagram per Direct Message schreiben. Ganz anonym. Also nur, dass ich euren Namen halt sehe, aber ich veröffentliche sowas ja sowieso nicht. Weil ich finde es schon irgendwie voll krass, wie lange der Körper da braucht, um wieder auf seine normale Einstellung, sage ich jetzt mal, zurückzukommen. Ich werde mich jetzt ans Vorbereiten für morgen machen. Ich habe schon Hackfleischbällchen im Kühlschrank, die muss ich noch braten. Dann wollte ich noch ein Bananenbrot backen. Und wir müssen die Wohnung aufräumen. Hier sind die wunderschönen Sträuße. Ich habe hier zwei. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Das sind zweimal dieselben. Die passen auch super zu diesen Tüten hier. Die habe ich bei DM gekauft und habe da noch so ein paar Kleinigkeiten rein für beide das Gleiche. Und ich hoffe, beide werden sich darüber freuen. Aber ich denke schon, ich freue mich auch immer so doll über Blumen, egal wie groß der Strauß ist. So rum. Oder wenn es nur eine Blume ist. Ich finde Blumen so wunderschön. Und je älter ich werde, desto mehr schätze ich es, wenn man mir Blumen schenkt. Und ich habe zum Geburtstag auch so viele Blumen bekommen. Ich liebe es komplett deswegen. Schenke ich auch so gerne Blumen und die sind wirklich echt so schön gebunden. Heute ist Sonntag und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen den Tisch vorbereitet. Die Blumen noch in eine Vase getan, habe die kleinen Geschenke auf den Tisch gestellt. Und jetzt haben wir hier gerade alles vorbereitet. Ich zeige euch gleich noch das fertige Ergebnis. Philipp macht gerade Rührei. Ich habe noch Bananenbrot gebacken, beziehungsweise so kleine Bananenküchlein mit Streuseln. Sind vegan und super lecker, vor allem mit den Streuseln. Das ist aber nicht mein Rezept. Ich kann euch das gerne unten in die Infobox packen. Ich habe das jetzt schon keine Ahnung wie oft nachgemacht und es schmeckt so gut. Kleiner Tipp, macht das mit Dinkelmehl und ich für mich brauche da jetzt keinen extra Zucker drin. Das mache ich nur dann rein, wenn meine Bananen nicht reif sind. Aber wenn ihr so richtig reife Bananen habt, braucht ihr meiner Meinung nach keinen extra Zucker. Also könnt ihr den auch einfach da rauslassen. Und genau, ich freue mich richtig. Wir sind heute Mittag, denn auch noch, das haben wir spontan gestern entschieden, mit Freunden verabredet. Ich freue mich sehr. Das heißt, der Tag heute wird richtig schön. Das Wetter ist total toll. Wir haben heute Mittag 26 Grad, also richtig angenehm. Und ja.